Die Frischlingsparade wird Ihnen präsentiert von der Provita Gesundheitsversicherungs AG und der Neuburg Garage, Ihrem Mitsubishi-Vertreter in Winterthur. Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zur Frischlingsparade. Begrüßen Sie Ihren Gastgeber Marco Fritsche. Guten Abend, meine Damen und Herren, schön sind Sie da. Herzlich willkommen zu der Frischlingsparade im Casino Theater Winterthur. Schön sind Sie daheim an den Fernsehgeräten und schauen Teletop. Meine Damen und Herren, normalerweise bei der Frischlingsparade Kabarett, Kleinkunst, Comedy. Heute gibt es aber mal, und da bin ich stolz darauf, dass ich Ihnen das verkünden kann, Kultur. Es kommen jetzt gerade zwei Herren, der Daniel Scherrer und der Alain Schudl. Zusammen sind sie das Duo Calva. Und sie haben das Programm mit dem vielsagenden Titel «Heute Abend Zauberflöte, große Oper für zwei Celli». Und darum, meine Damen und Herren, jetzt einen würdigen und kulturellen Applaus. Da ist Duo Calva! Habt ihr ja gesagt, eine Minute Mozart reicht den Leuten völlig. Ja, mir auch. Komm, jetzt spielen wir noch was Schönes. Was spielen? Was denkst du, weshalb sind diese Leute jetzt hier? Hä? Na, wegen der Musik. Quatsch, die wollen jetzt Unterhaltung, Dani. Entertainment. Den muss man jetzt ein bisschen reden. Jetzt miteinander. Liebe Freunde der Streichmusik, sehr verehrte Damen und Herren, in unserer bekannten Reihe das Instrument, ein Freund und Helfer, würden wir Ihnen jetzt das Cello vorstellen und das macht mein Kollege Dani. Spinnst du? Ja, komm, sag jetzt was, wo sich rot werden, die hören sowieso nicht zu. Ja, wieso nicht du? Ich bin mehr so der schweigsame Typ. Mein Kollege Dani! Dein Freund und Helfer. Das Cello ist aus Holz. Klangholz, die Decke aus Fichtenholz, lateinisch Picea abies, der Boden Ahorn, Acer pseudoplatanus, entstanden im 16. Jahrhundert nach Christus. Das Cello hat vier Saiten. Erst im 19. Jahrhundert entwickelt sich das Violoncello zum Soloinstrument. Danke. Vorher doch eher in Bassfunktion, Generalbass oder dann als Begleitinstrument. Nicht wieder dasselbe machen, ein bisschen virtuose Arpeggien oder so. Ja, genau, ja. Entschuldigung, regelmäßig. Regelmäßig, jeden Ton gleich lang. Nein! 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 Das ist einfach unprofessionell. Komm.
Genau. So, aber Ellbogen ein bisschen höher, ja? Ja, nein, Schulter tief, sonst geht. Aber schon ein bisschen schneller streichen, sonst geht. Daumen muss flexibel bleiben. Nicht an der linken Hand, an der rechten. Jetzt geh ein bisschen mehr zur Mitte, vielleicht näher zum Steg. Nein, ich würde schon alle Haare nehmen. Nicht am Kopf, am Bogen. Jetzt ein bisschen schneller ziehen, ein bisschen vielleicht mehr aus der Hüfte, ein bisschen locker, nicht so rumschauen. Das ist unglaublich, immer dasselbe. Geht doch, also wenn du das Cello erklärst, da schläft ja jedes Gesicht ein. Mach ich's halt selbst. Es kommt jetzt wieder. Bogen, Klangkörper. Langes, blondes Haar. Berührt den kalten, harten Stahl. Und aus dieser Beziehung entstehen Vibrationen. Vibrations! Diese Schwingungen gehen dann zuerst in den Steg und dann in den unteren Teil des Körpers. Dann in den ganzen Body, ja weiter in den Hals, in alle Wirbel, ja bis in Schnack. Kommen dann zurückströmen durch den Äpfellöchern raus in den Raum. Was klang dann die Emotionen? Leidenschaft. Ole. Dani, denk mal an deine erste große Liebe. Und dann an die zweite. Das Cello ist das Instrument der Liebe und erzählt Geschichten von Liebe und was so alles draus werden kann. Und jetzt? Weiter schrumm. Immer ich. Leidenschaft schafft nur Leiden. Olé! Thank you.
kann dann schnell gehen. Signore e signori, maestro Andrea Bocello. Ciao. Ciao. Also, Liebe, Leidenschaft, eines musst du Mozart lassen, davon hat er was verstanden. Ich meine, die ganze Zauberflöte handelt doch von Liebe. Jetzt hör doch mal auf mit dieser Zauberflöte, das haben wir ganz zu Beginn schon so elegant erledigt. Ja? Und außerdem, der Text der Zauberflöte ist ja gar nicht von Mozart, sondern von G. Kaneda. Und außerdem war das Ganze eigentlich ein Puppenspiel, ein Kasperli-Theater. Das habe ich gar nicht gewusst. Die Zauberflöte von Wolfgang Amadeus Mozart. Geschichte Emanuel G. Kaneda. In sämtlichen Rollen Alain Schudel. Das bin ich. Inhalt. Paminas Vater, der König, ist tot. Sein Erbe verwaltet Sarastro. Hände hoch. Paminas Mutter, die Königin der Nacht, will sich dem nicht fügen. Nein, 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 nein. Und will Sarastro und seine weisen Männer vernichten. Um das zu verhindern, entführt Sarastro Pamina. Schau mir in die Augen, Kleines. Nicht verführt, entführt. Also. Prinz Tamino jagt in einem fremden Wald und wird von einer Riesenschlange verfolgt. Er fällt in Ohnmacht. Der Vogelhändler Papageno kommt zufällig vorbei und tut so, als hätte er die Schlange getötet. Tamino erhält ein Bild von Pamina und verliebt sich sofort. Dies Bild, nie siehst du bezaubernd schön. Und so weiter. Er verspricht, Pamina zu befreien. Zum Schutz vor Gefahren erhält Papageno ein Glockenspiel. Bam, 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 bam. Und Tamino eine Zauberflöte. Dang, dang, dang. Drei Knaben Heuzame. Führen die beiden zum Tempel Sarastros. Es ist ein langer Weg. Ein sehr langer Weg. Au! Papageno wird von Tamino vorausgeschickt und überredet Pamina zur Flucht. Doch, sie werden eingeholt und zurückgebracht. Tamino und Papageno müssen vorgeschriebene Prüfungen bestehen. Sie fahren auf einer nicht vortrittsberechtigten Straße. Sie dürfen keinesfalls sprechen. Pamina erhält von ihrer Mutter den Befehl, Sarastro zu töten. Duff, 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 duff. Aber sie kann es nicht. Ich kann es nicht. Und die Königin der Nacht wird vernichtet. Puh.
alles wendet sich zum Guten und alle fallen sich in die Arme. Die Zauberflöte. Eine sauglatte Nummer. Bravo, Herr Schudel, virtuos, wenn du auch so Cello spielen würdest. Tja, ich habe schon mit 12 Paganini gespielt. So, auch dieses Stück nur auf einer Seite? Klar, mit Variationen, Arpeggien, Flageolets. Mit allen Variationen? Klar, hoch virtuos. Also los. Was? Zeig mal. Ja, nein, das war früher. Ich meine, das ist lange her. So. Und außerdem ist es für Geige geschrieben, da klingt es auch viel besser. Ja, ganz im Gegenteil. Ja, aber das ist auch ein ganz anderes Publikum hier, weißt du, das ist mehr so André Rieu. Ich glaube, du hast nur Angst, komm, jetzt sehen wir mal, wer was drauf hat von uns. Ja, aber das ist jetzt wirklich... So, komm jetzt. Ich weiß nicht, was du hast. Ist doch Bubi. Ich spiele die Melodie. Eben. Ist alles auf einer Seite. Aber auf meiner. Ja, bist froh. Kannst ja du mal. Okay. Dankeschön. Bitte. Du, muss das so hoch sein? Ja. Ja. Und geht das auch so hoch weiter? Ja. Ja, was mache ich jetzt? Ist mir egal, jetzt muss es einfach noch ein bisschen höher sein. Noch höher. Ich hab doch Höhenangst. Höhenangst. Wie als einzige Schweizer des Abends. Variationen. Habt ihr gesagt, André Rieu? Da klemmt irgendwas, ich weiß nicht. Nein, das geht jetzt rum, das ist Cellulitis. Hesches. Thank you.
Applaus, die Herren. Wir haben auch einen Schluck zu trinken verdient. Oh ja, ja, ein bisschen geschwitzt sind wir schon. Ja. Ja, man würde es nicht denken von klassischer Musik. Und vor allem, wir müssen denken im Hock. Ja gut, du hast natürlich mehr Action. Du hast aber deutlich weniger geschwitzt. Aber ich habe mehr Haar. Das stimmt, okay, das heißt es natürlich nicht. Ja, die saugen natürlich wahrscheinlich auch mehr. Du ja, ja, den... in dem sind sie noch ausgefallen, also von dem Nein, alle, jetzt hat man euch gesehen, so quasi auf der Kabarettbühne oder bei der Frischlingsparade. Ihr sind aber auch Musiker oder gehen durch als begnadete Orchestermusiker. Wie verdienen ihr jetzt einen Lebensunterhalt einfacher, als Künstler oder als Musiker? Tja, das ist eben die Frage, ist ein Musiker ein Künstler? In dem Fall hast du dich beantwortet. In dem Fall nicht, nein. Aber ihr seid so unterwegs, macht ihr auch als Orchestermusiker noch Musik? Ja, mehr oder weniger. Der Dani im Moment noch ein bisschen mehr als ich. Ich habe so Orchester. Ah, dann blufft er nicht nur, weil ich kann es zu wenig beurteilen, ob er wirklich der ist, was zum Teil ein bisschen virtuose drauf hat. Ist das nicht nur Bluff? Oder muss er einfach, weil er weniger Anteile bekommt, von heute Abend vergaschen? Das geht unter Kategorie Talent. Ah, voilà. Das gibt es bei allen Sparten von Musik. Das ist der Schwarze Peter, ist jetzt bei dir, wenn er sagt, er hat Talent. Alle? Ja, ich habe dafür... Schweiß. Schweiß und Tränen. Ja. Und aber darum sind wir vielleicht das Zweite, das macht definitiv Sinn. Ihr seid schon mal auftreten bei der Frischlingsparade, wo sie noch anders geheißen. 2008 war einer von euren ersten Auftritte. In der Zwischenzeit habt ihr eure Sporen mehr als nur abverdient. Was, ist so, was sind so die highlightigsten Auftritte für euch? Ja, da gibt es verschiedene. Schön so, highlightigste Highlightigste, ich bin auf der Suche. Also es geht natürlich für... Uns von der klassischen Seite Highlights, dass wir das Programm in der Oper in Zürich können. Zwar nicht auf der Hauptbühne, aber immerhin im Keller unten. Das ist nur so in Klammern. Haben können spielen. Das ist eine grosse Wohltat für einen Orchestermusiker, wenn er mal in dem eigentlichen Haus kann, das auf die Chippe nehmen kann, wo eigentlich dort gar nicht lustig sein sollte. Im Sinne von, wo es tagtäglich im echten Leben abgeht. Unser Zauberflötenprogramm basiert ja auf... langjährige Erfahrungen, die wir haben dürfen, müssen, können sammeln. und das ist der Graben ist wirklich ein Fass ohne Boden, das uns Inspirationen gegeben hat für das Programm. Ihr habt auch noch ganz umtriebige Projekte vorher nicht im Orchestergraben, aber trotzdem quasi mit noch mehr Begleitung musikalisch. Ich habe es mir aufgeschrieben, von wegen das Projekt, was haben wir da, Alpin? Wir haben die Suite Alpin, genau, das ist eine Auftragskomposition, die wir haben, für uns schreiben lassen, das heisst für uns zwei und das Orchester. Wir hoffen, dass das Orchester dann auch kommt. Das so ist in wie dem ihr Sinn... werden oft versickert. Ich würde sagen, so wie ihr die natürlich darstellt und persifliert, weil sie nicht eben noch Freunde haben unter den wahren Musikern. Ja, wir sind jetzt auf Laienorchester aus, die gehen noch mit Freude an. genau, das ist aber nicht ein ganzes gewöhnliches Werk, das wir hier schreiben haben, sondern es basiert auf Schweizer Volksmusik. Wir schlagen auf Kuhglocken und so und Flaschen und müssen löffeln. Und, also ihr beide in dem Moment, wo sie mir im Cello genau, verschrieben haben? Genau, also wir versuchen mit dem Projekt, wie mit allem, was wir noch in Zukunft machen, einfach ein bisschen die Grenzen von dieser klassischen Musik und die Vorurteile, die man vielleicht gegenüber dieser langweiligen, tristen Musik hat, ein bisschen aufzuweichen und reissen ein bisschen an dem Bild. Jetzt nehme ich an, sind auch schon fleissig am Proben für die Premiere, weil die steht jetzt nach. Wann ist die Premiere in Boswil? Das ist in 3 Wochen ungefähr, am 2. Mai. Da schwitzt er gerade noch mehr. Ja. Genau, das ist am gleichen Tag, wo wir auch am Morgen noch an der Künstlerbörse zu tun sind und am Nachmittag haben wir dann die Uraufführung, dann wissen wir dann auch, was wir gemacht haben. Ergänzt so richtig. Genau. Also, ja. Müssen wir am Abend, wieso das müde sind. Also wir arbeiten am Sonntag und alle anderen die Woche durcheinander. Das sieht man definitiv. Zauberflöte als ganzes Programm, jetzt haben wir ja nur ein Ausschnitt gesehen, wird auch noch gespielt am 16.04. im Scala in Wetzikon. Ist es schon ausverkauft oder möchtest du jetzt noch 2, 3, 4, 5, 6 Lieder von hier heute Abend? 2, 3 möchte ich sicher noch. Also von hier auch 3, 4, 5. Okay, das sind schlanke, ja, das stimmt definitiv. Also, unbedingt 16.14 im Scala in Wetzikon. Aber wir kommen dann auch mal noch ins Casino-Theater. Im späteren Verlauf des Jahres. Im späteren Verlauf von dem Jahr? Von euch, Oktober. Vielleicht werden wir jetzt wieder ausgeladen. Nein, ich glaube nicht. Meine Damen und Herren, wir sagen fürs Duo Galva einen Applaus. Danke für morgen. Genau. Nehmen wir noch einen Schluck. Ja. Keine Arbeit sei nicht zu
verzagt. Einen Job bekommst du heute in jedem Supermarkt. Natürlich nicht im Wühltisch und im Kühlregal. Nein, im Lager hinten durch, beim Chef vom Personal. Siehst du aus wie DJ Ötzi oder Marilyn Manson? Ist einerlei, genauso wie soziale Kompetenz. In die Wirtschaft zu gehen, das ist doch eh der letzte Schrei. Und bei uns an der Kasse sind ständig Plätze frei. Spar Aldi, Lidl, Lade, Ede, Kaisers, Coop, Toben, Klo. Spar Aldi, Lidl, Lade, Lo. Frischlingsparade ist Ihnen präsentiert worden von der Provita Gesundheitsversicherungs AG und der Neuburg Garage, Ihrem Mitsubishi-Vertreter in Winterthur.